Herzlich willkommen am Sonntag, herzlich willkommen im März, der erste Tag im März. Und wer heute bei mir in der Beratung ist, bekommt gratis Kraft und Schutz für 30 Tage dazu. Also, das lohnt sich. Und wir schauen noch gleich hinein, was der Sonntag für euch bringt. So, meine Lieben, für das Element Erde wird es heute ein sehr guter Tag. Familie rückt ein bisschen in den Mittelpunkt nochmal. Auch was du in Zukunft möchtest, was du erreichen möchtest, deine Ziele kannst du jetzt sehr gut formulieren. Neuer Monat, neues Kapitel. Wenn du im Member-Bereich bei mir bist, ist das neue Coaching-Workbook und natürlich auch deine energetische Monatsbegleitung, dein Monats-Workbook auch schon online drin. Nutze es. Denn es bringt dich zum Erfolg. Ihr könnt gerne unten mal reinklicken in den Member-Bereich. Da habt ihr ja ganz viel Mehrwert dazu. Und hier wird es ein richtig erfolgreicher, toller Tag. Und genau das, was du dir vorstellst und erhoffst, wird sich heute erfüllen. Für das Element Feuer haben wir aber auch die tiefe Spiritualität, die tiefen Gefühle. Dennoch auch hier immer noch mal Ängste, Zweifel mit dabei, auch eben Pik 7 umgekehrt, ist natürlich hier immer noch mal das Zeichen. Konzentrier dich auf deine eigene Spiritualität. Im Feuerelementen geht es im Moment nicht ganz so gut. Hier sind auch von den Planeteneinflüssen im Moment etwas gebeutelt, ja. Aber lass dich da nicht runterziehen. Du hast eine hohe Spiritualität und du hast einen Mentor, einen Lehrer, den du um Rat fragen kannst. Mache das bitte. Dann haben wir das Element Luft. Da haben wir die unverhoffte Wendung, die hier mit drin, also auch, dass man rausgeht aus diesem Kreislauf, der ihn immer wieder gebunden hat, und man entscheidet sich, etwas dazu zu lernen. Und das finde ich auch richtig gut. Dann für das Element Wasser. Wow, bisschen der Tag fängt so ein bisschen schwerfällig an, aber Pikas ist aufrecht. Das heißt, wir setzen uns mit unserer eigenen Transformationsthemen auseinander. Liebe und Geld rücken in den Mittelpunkt. Hier gibt es positive Zeichen. Also auch hier wird es energetisch ein Tag voll mit Liebe, voll mit Reichtum, auch mit innerem und äußerem Reichtum für dich sein. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute und einen tollen Tag. Und wir sehen uns hoffentlich am Montag, am 2. März, wieder beim Tagesorakel. Dein Malkiel.